Hallo Minecraft-Freunde, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es Pisten aus Survival Staffel 2 geben wird. Und hiermit möchte ich das dann auch ganz feierlich ankündigen, so tamtarata, ne? Und so. Nur dieses Mal wollen wir nicht komplett hier so unter der Erde bauen, ne? Dass dann alles nur unten drunter ist und so weiter. Diesmal bauen wir in einem Modell. Ja. Und dafür habe ich mir diesen Drucker ausgedacht, dieses Modell geisterte mir schon seit Wochen im Kopf rum und da habe ich mir gedacht, ich baue das einfach mal. Gut, die Auslade unten ist ein bisschen lang geworden. Ich will das jetzt aber auch nicht mehr kürzen, das lasse ich jetzt so. So, was haben wir hier alles? Hier haben wir ein Display. Ein beleuchtetes, mit einer 1 drauf, ja. So, da kommt dann nur ein Druck raus, ne? Dann haben wir hier die ganzen Tasten, ein, aus und so weiter. Ne? Wer weiß, wofür die alle gut sind. Ich habe hier auch einen Drucker, so einen Multifunktionsdrucker bei mir stehen. Da sind auch übelst viele Tasten drauf und ich weiß gar nicht, wofür die alle sind. Aber ich habe jetzt hier einfach mal ganz viele Tasten hingemacht. So, dann haben wir hier noch die USB-Anschlüsse. Ne? 3 Stück. Dann hier für Smartphone. Da kann man dann das Smartphone draufsetzen, um dann die Bilder, die auf dem Smartphone sind, dann auch eventuell auszudrücken. Und das Ganze ist der NameVSauce Masterprint. Ja, NameVSauce Masterprint. Ja, und alles wird dann da drin gebaut. Soll zumindest da drin gebaut werden. Die ganzen Systeme, Räume und was nicht alle. Und wie üblich müssen wir dann so alles farmen, bis auf, wie auch in der letzten Staffel, das Redstone und die Slimes. Das werden wir wieder endlos haben. Ich habe das diesmal so gemacht. Ich wollte diesmal nicht so ein separates Bauwerk noch dahin machen. Ich wollte, dass das nicht so gar so doll auffällt. Ne, da habe ich das einfach in den Hügel da reingesetzt, wo wir uns das wegholen. Gut, was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Ja, eigentlich nichts mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr freut euch darauf, dass es weitergehen wird mit Pisten aus Survival, mit einer zweiten Staffel und vielleicht auch mit einer dritten oder vierten oder fünften. Auf jeden Fall will ich das künftig dann auch so machen, dass ich das in Modelle mache, dass wir das in Modellen bauen und ich will das auch künftig in Survival dann machen mit Videopartnern und so weiter, dass ihr dann seht, dass quasi alles in Survival möglich ist, was ich da an Systeme baue. Ne, weil da wurde ja oft gesagt, oh ja, und nee, in Survival kann man das alles gar nicht bauen, weil das ganze Eisen, was man dafür braucht, aber ihr habt ja gesehen, wie viel Eisen wir in der letzten Staffel da zusammengekriegt haben. Anfangs hatten wir da ein bisschen Schwierigkeiten, aber hinterher hat ja Payne dann diese Eisenfarm gebaut mit diesen Golems und jetzt haben wir dann sozusagen da schon Eisen im Überfluss. Das Einzige, was ich hier dann angesetzt habe, ist Redstone und Slimes. Redstone findet man normalerweise auch unendlich viel in der Erde und Slimes, ja, wenn man da einmal einen Slime-Chunk hat, dann kann man das auch endlos finden, nur ich möchte uns das so ein bisschen vereinfachen, indem ich das hier dahin mache, deshalb habe ich das auch in der letzten Staffel so gemacht und ich dachte mir, ja, behalten wir es so bei, ist ganz nett die Geschichte und sobald die erste Folge raus ist von der zweiten Staffel, also sobald die erste Folge zu sehen ist auf YouTube, bekommt ihr auch dieses Modell zum Download. Also jetzt noch nicht. Das bekommt ihr erst, wenn dann die zweite Staffel beginnt. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es gefällt euch. Sage bis dahin und tschüss.